schon. So viel Dreck ist hier nicht aufgewühlt. Was ist das für eine blöde Aufgabe? Aber gut. Ich mache jetzt die Aufgabe hier drüben. Die ich schon die ganze Zeit machen wollte. So, die Typen leben vermutlich wieder. Ich gucke mal, ob es jetzt funktioniert. Alles klar. Jetzt funktioniert es wieder. Prüfung eingeleitet. Ersten Kontrollpunkt aktivieren. Okay. Kontrollpunkt aktiviert. So. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Muss weiter. Lass mich doch gehen. So, ich habe wieder nur noch 2 Minuten. Ach Mann, ey. Dann bin ich so schwer hier. Junge. Bitte lass dieses komische Vieh nicht hier sein. Gerade nicht, das ist gut. Kontrollpunkt aktiviert. Rückkehr zum Start. Und warum da lang? Dich schnell töten. Rückkehr zum Start. Was? In der gleichen Zeit? Noch? Ach du Kacke. Das ist ja beschissen. Oh mein Gott. Versuchen mich sehr zu beeilen. 30 Sekunden. Oh shit, das schaffe ich da nicht. Oh shit. Oh shit, das wird sehr knapp. Nein. Komm schon. Ne, schaffe ich nicht. Ach Scheiße, ey. Prüfung der körperlichen Leistungsfähigkeit abgeschlossen. Zeit inakzeptabel. Bitte versuchen Sie es erneut. Ach, fick dich doch. Kein Bock. Ne. Was mache ich denn da jetzt? Ich kann doch nicht weiterrennen. Ach, leck mich doch. Weil ich zu vollgeladen bin. Ach, das ist ätzend.
dieser Mist, ey. Gucken, ob ich es jetzt noch schaffe. Prüfung beginnt in 15 Sekunden. Ich warte hier. Wir warten. Prüfung eingeleitet. Ersten Kontrollpunkt aktivieren. So, ja. Sofort. Ich muss hier mal rausschmeißen. So, was habe ich hier noch? Was kann ich hier noch wegschmeißen? 205. Kleidung. Räderrüstung, rechter Arm. Okay. So, dann. Das Ding nicht anziehen. Ach, das ist alle. Das heißt, das funktioniert dann auch nicht mehr, ne? Kontrollpunkt aktiviert. Alles klar, Kontrollpunkt aktiviert. Wieso habe ich denn jetzt nur 2 Minuten? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, wie viele Typen kommen denn da? Freunde, leckt mich, ich habe keine Zeit. So, und wieder zurück. Exakt 1 Minute noch. Oh Mann. Alle guten Dinge sind 3, bitte. Ich möchte das jetzt schaffen. Ich habe keinen Bock, es nochmal zu tun. Komm schon. 26 Minuten. Sekunden. 20, 19. Oh mein Gott. Rein hier. 112. Komm, diesmal schaffe ich's. Jawohl. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Bewerber. Bereiten Sie bitte auf das Terminal zu, um die letzte Prüfungsunterweisung zu aktivieren. Ei, Kadamba. Stufe 15 erreicht. Mann. Da gucken wir mal. Brauchen dringend Stärke. Stufenaufstieg. Ja, neues Skillpaket. Zeig mal her. Wiederverwertbar. Na toll. Das ist doch doof. Rasender Schmerz. Activity Boy. Revolverheld. Wieso denn immer nur Ninja? Nahrungsmittel und Getränke wiegen 30% weniger. Das ist eigentlich schon wieder ganz gut. Aber ich muss ja doch irgendwie Stärke annehmen, ne? So, Baba. Jeder Stärkepunkt fügt schadensresistent maximal 40 hinzu. Okay.
kräftig gebaut. Rüstung wiegt 25% weniger. Schrotschütze ist auch nicht schlecht. Messi ist auch nicht schlecht. Nehmen wir es mal das. So, Rüstung wiegt schon mal 50% weniger. Gladiator. Deine waffenlosen Angriffe? Naja, waffenlose Angriffe. Natürlich Bullshit. Action Boy, was haben wir denn hier noch? Den hier könnte ich auch mal. Ja, Action Boy ist schon ganz gut. Habe ich auf 2. Ja, irgendwie fehlen mir da ein paar coole Sachen. Gut, wie gehen wir da ran? Sekunde mal. Durchs Feuer gehen, starte die Abschlussprüfung, oder nicht hier wieder, oder? Oh. Da ist einer gesucht. Wo ist denn die Abschlussprüfung? Doch, ist doch hier. Ernsthaft? Hier? Abschlussprüfung. Okay. Hier spricht Melody Larkin, Captain der Feuerteufel. Glückwunsch, du bist schon weit gekommen. Bis vor kurzem hätten wir dich als letzte Prüfung durch einen einfachen Bergwerksbrand geschickt. Aber heutzutage haben wir Wichtigeres zu tun. Ja. Die verbrannten Bestien strömen durch den Big Ben-Tunnel und lassen sich weder von tödlichen Dämpfen noch von Gluthitze aufhalten. Jemand muss dem ein Ende setzen. Und die Feuerteufel sind die einzigen, die dafür über die nötigen Kenntnisse und Mittel verfügen. Als Abschlussprüfung durchläufst du also einen von unserem Lieutenant Madigan erdachten Parcours, auf dem du lernst, wie man diese Verbrannten erledigt. Begib dich zum Belching Betty Schacht, wenn du bereit bist. Unser Betreuerbot Bernie wird dich einweisen. Wenn du lebend und als Mensch zurückkehrst, bist du dabei. Alles klar. Lebend und als Mensch. Ja, es ist ja. Das sind ja nette Aussichten, ne? So, meine Powerrüstung verliert ziemlich an Dampf. So, wir gehen jetzt mal dahin. Und tschüss. Bin ich noch überladen? Ich bin gerade nicht mehr überladen. Pass auf. Ich mache jetzt Folgendes. Da mein Power Armor schon fast kaputt ist, also was heißt kaputt, alle ist, gehe ich jetzt nochmal schnell nach Hause und bringe die ganzen Sachen weg, repariere. Und dann gucke ich vielleicht noch mal kurz, ob wir nicht einen neuen Kern kriegen. Sonst komme ich ja hier nicht weiter. Dafür werde ich wohl ein paar Mal hier den vom Server hoppen müssen. Gehe ich mal stark von aus. So, gesammelten Schrott lagern. Toll!
Jetzt ist meine Kiste voll. Das ist äußerst schlecht. So, Gegenstände verwerten. Was haben wir jetzt hier noch? Automatisches Improgewehr. Das kann auch weg, weil was haben wir ja. So, Kleidung. Was ist das denn? Das kann auch weg. Das heißt, durch die Schutz... Ein Pastorengewand kann natürlich weg. Wir haben jetzt die Gasmaske auf. 163. Bierflasche. Was soll ich damit? Okay. Dann reise ich mal kurz nach hier oben. Was kostet mich das? Kronkorken. Ja, das muss es mir wert sein. Okay. So. Ich bin gleich wieder da. Sekunde mal. Ja, und ja, willkommen zurück hier zu Fallout 76. Momentan scheinbar ein wenig Stress hier mit den Servern, ich weiß es nicht. Irgendwie fliege ich hier ständig raus und jetzt bin ich hier ja, auf dem Server, wo scheinbar schon jemand anders sein Häuslein gebaut hat. Das ist ja toll. Jetzt wollte ich gerade mal meine Hütte zeigen. Naja gut. Was ist das hier eigentlich? Sag mal, wo bin ich hier? Ach doch, hier. Ach so, okay. Ja. Gut. Ich würde sagen, habe ich meine Maske auf? Wie sieht's aus? Ich war jetzt zwischendurch mal. Ich war gerade schon auf dem anderen Server. Da war meine Hütte. Die habe ich jetzt ein bisschen ausgebaut. Und hatte ein paar Sachen verkauft. Und so weiter und so fort. Und hatte mich ein bisschen. Ich gehe mal wieder. So. Und hatte mich so ein bisschen erleichtert und ausgerüstet. So, jetzt bin ich dann zwischendurch wieder raus, weil ich nicht irgendwie verdursten wollte. Weil wenn du die ganze Zeit rumstehst, verlässt du ja dann auch bloß Futter und Wasser. Und deshalb... Jetzt an dieser Stelle wollte ich eigentlich mal... Wir gehen jetzt mal nach hier unten. Begib dich zur Abschlussprüfung. Das können wir tun. Da gehe ich mal für 4 Kronkorken zur Feuerwehrwache. Okay. So. Als erstes würde ich sagen, ich lege meine Powerstone an. Ich habe mir einen neuen Fusionskern jetzt geholt. Neuer Fusi, der auch nur 50% hat. Das ist ja Düfte. Düfte? Düfte ist das. Kennst du Düfte? So, ich gehe falsch. Ich muss... noch falscher. Da so. What the fuck, Alter? Was bist du denn? Grubenhauer? Alter, was sind das für Typen? Die haben wir ja nie gesehen. Hier bei der Feuerwehr war ich eigentlich schon. Ich glaube, ich war hier schon, ne? Gut, ich gehe jetzt mal dahin, wo ich hin soll. Klar waren wir schon bei der Feuerwehr, so ein Blödsinn, da haben wir ja die Aufgabe gekriegt. Firefighters.
So. Was, wie sieht es denn munitionstechnisch aus? Da sieht es bei mir gerade ganz schlecht aus. Sieht alles sehr schlecht aus. Da nur noch 10 Schuss. Hier haben wir wenigstens noch ein paar. So. Rusty Pick. Checken wir mal aus. Gibt es hier nichts, gibt es da. Wo kommst du denn her, Kollege? Stufe 22? Nicht so gut, ne? Schieß ruhig daneben. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ist hier echt ziemlich High-Level-Gebiet. Ich weiß nicht, was da los ist. Ob ich hier schon richtig bin? Ob sie wirklich richtig sind? Ich müsste eigentlich mal zum Ward und dann müsste ich mal hier hoch. Denn da oben gab es ja die Raider-Armor. Power-Rüstung. Hier so. Und die kann ich ab Level 15 schon tragen. Und wir sind ja jetzt Level 15, richtig? Richtig. Oder? Stufe 15. Jawohl. Wäre eine Überlegung wert. Mal gucken. So, dann könnte ich mir nämlich was dran knallen. Jetzt mal hier ein bisschen um. Zahnbürste, ich hätte jetzt eher auf. Was? Baggerkarte? Karte des Bergarbeiters? Was? Soll mir die irgendwas bringen? Ich gebe einfach mal das Geld aus. Wir haben's ja. Nee, keine Ahnung. Aber rein mal aus Neugierde werden mir da vielleicht irgendwelche geheimen werden mir da geheime Sachen gezeigt, vielleicht? Verstecke? Wo ist die Karte? Prospektorenkarte. Sobald die Karte einsetzt, um die Position der Grabung zu ermitteln, wird sie aus dem Inventar entfernt. Ja klar. Hallo? Was? Und jetzt? Da! Okay. Was gibt's denn hier noch? Karte des Bergarbeiters. Nehme ich die doch auch noch. So, die nehme ich, die schauen wir uns jetzt auch mal an. Chris hat bekommen einen Glückstreffer, ja, ich schaue. Ach so, das ist da und das ist da. Okay. Cool, cool, cool. Da gucken wir uns mal an. Wir gehen mal hier rein. Oh, jetzt muss ja auch noch geladen werden. Ach, na, super. So, die Gasmaske habe ich auf, ne? Gasmaske habe ich auf. Gut. Cool, hier geht ja noch alles.
Was ist denn da? Kann ich alles nehmen hier? So. Was weiß ich wofür? Ist auch schwachsinnig. Man kann überhaupt nicht so viele tolle Sachen bauen. Ein Bierhut, cool. Kann ich mir bestimmt auch aufsetzen. Man kann gar nicht die ganzen Sachen bauen. Das ist total dämlich. Wenn man nicht so viele Baumöglichkeiten hat. Die Musik ist scheiße, die da läuft. Hier ist ein bisschen dunkel, würde ich sagen. Oh, da geht es auch noch runter. Ist hier noch hin? Red? Ey, ich sehe gar nichts. Warte mal. Sieh aus. Was? Ja. Der her. Wo kam der denn her? Vom Klo kam der. Okay, so sehe ich wenigstens was. Zum Beispiel diese Haarklammerbox. Und ein Red Away. Red Away ist auch gut. So, hatte ich das hier schon angeguckt? Ja, hatte ich. Würde ich sagen, gehen wir mal runter. Hier war ich gerade. So was in der Art habe ich mir schon gedacht. Gepolsterte blaue Jacke. Oh, ist hier irgendwo irgendwas Schönes? Oh. Da unten sind Grubenarbeiter. Wo bin ich denn hier? Schrotpatronen, sehr schön. Oh, was steht denn da dahinter? Kleine Feuerwaffen. Hey, ist ja ein Safe, den ich nicht benutzen kann. Tagebuch von Clara Weber. Diese Alte in einer stillgelegten... diese Alte in einem stillgelegten Minenzugang untergebrachte Kneipe besitzt einen geheimen Versammlungsraum. Sie war aber die bevorzugte Trinkhalle der einheimischen Bergleute, die dort nach der Arbeit ihren Frust ertränkten. Okay, da gucken wir mal. Skill, wir entsperren mal. Barons, ein Treffer. Dann vielleicht Maltarsee, null Treffer. Könnt ihr das hinkommen hier? Zwei Treffer. Das passt nicht. Targets. Das könnte... Ne, das kann nicht sein, weil dann würde Barons... wäre mehr. Dann haben wir hier... Kapitän, nee. Contact. Dolores. Das könnte sein. Und das würde da oben. Mist. Nee, war es auch nicht.